Diddly Doodly, würde der berühmteste Linkshänder aus der Fernsehserie Die Simpsons sagen, und das trifft's genau, denn im Bludenz gibt es seit heute den ersten reinen Linkshänder-Shop Vorarlbergs. Bruno Bereuter ist der Besitzer und ich schätze mal, wie ich auch, selbst ein Linkshänder? Ich bin selbst ein Linkshänder, ich bin auch ein umgelernter Linkshänder. Das heißt, in meiner Schulzeit in den 70er Jahren wurde ich noch sanft umgeschult von links auf rechts. Klar, Herr Bereuter, wieso wollen Sie uns das Leben erleichtern? Das ist relativ einfach. Wir verschenken sehr viel Potenzial, indem wir die Kinder umschulen von links auf rechts. Ich denke, wir leben in einer Zeit, in einer Wissensgesellschaft, wir können es uns gar nicht mehr leisten, dieses Potenzial zu verschenken. Und deshalb müssen die Kinder schon, wenn sie links sind, geschult werden und vor allem gestärkt werden auf ihrer linken Seite. Dazu gibt es sehr, sehr viele Dinge, die wir im Geschäft führen, und dieses Bewusstsein wollen wir stärken. Sie haben es angesprochen, sehr viele Dinge. Was haben Sie denn alles für Linkshänder im Sortiment? Ja, das beginnt bei Spielzeug für die Kleinen, dann die Schreibwaren, wenn sie in die Schule kommen, beziehungsweise in die Früherziehung. Dann haben wir Haushaltsartikel, dann haben wir Bücher, Literatur, aber auch Computermaus, Computertastaturen. Also für Linkshänder gibt es sehr, sehr vieles. War Leftorium wie bei Ned Flanders schon weg oder wieso der einfache Name Linkshändershop? Linkshändershop soll den Namen links positiv besetzen, weil links ist nicht immer positiv besetzt. Man sagt, er ist ein linker Hund und kein rechter Hund. Alles klar, okay. Ich hatte vor allem in der Schule Probleme, Linkshänder zu sein, verschmierte Seiten, beim Schneiden Probleme. Was hatten Sie da schon für Erfahrungen? Ja, das Problem ist gelöst. Es gibt schon fixfertige Vorlagen für Linkshänderkinder, wo genau das Blatt so hingelegt wird, wie es richtig gehört. Dann ist auch das mit dem Verschmieren gehört der Vergangenheit an. Also wir haben die Lösung.